Hallo Leute, willkommen zum nächsten Unboxing. Auf diese Dinger freue ich mich schon besonders, weil meine Samsung In-Ear-Kopfhörer sind nämlich kaputt geworden. Kabelbruch. Und wir haben hier wieder mal die frustfreie Verpackung, wie wir sehen. Ich habe mir bei dem Blitz angeboten, Bluetooth-Kopfhörer bestellt. Zwar waren das die günstigsten, die es wirklich überhaupt gegeben hat, für ca. 30 Euro. Man sieht da auch schon Fett Made in China. Dann werden wir die Dinge mal auspacken. Sie sollen recht klar sein. Und in dieser Station aufgeladen werden. So, schauen wir uns das mal an, wie das ausschaut. Bin schon richtig gespannt, wie die ausschauen, weil wenn die recht groß sind, dann werde ich die wahrscheinlich zurückschicken. So. Ah, okay. Schaut nice aus. Schauen wir rein. Dann mal die Anleitung. Sogar in Deutsch. Sehr schön. Und da sieht man auch schon die Kopfhörer mit der Ladestation. Hier ist also eine Folie drauf. Schauen wir mal, ob wir die runterkriegen irgendwie. Oh, schaut sehr edel aus. Und da sind magnetisch die Kopfhörer. Und die fungieren auch als Headset. Also mit Mikro. Also ich habe nicht gewusst, dass das der Gold ist. Bin jetzt nicht so der Gold-Fan. Das sind die Kopfhörer. Also ganz normale In-Ear Bluetooth-Kopfhörer. Da ist ein kleiner Knopf. Genau, da wird das Ganze aufgeladen drinnen. Man sieht auch da, das wird bereits aufgeladen. Schaut echt gut aus. Der auch. Sehr cool. Ich werde das Ganze mal ausprobieren und werde ich dann sagen, ob sie die 30 Euro überhaupt wert sind oder ob ich es wieder zurückschicken werde. Also Leute, nach einer Woche Verwendung, mein Fazit zu den Earbuds, keine Ahnung, Kopfhörer halt, Bluetooth-Kopfhörer. So, ihr habt es ja schon gesehen, man kann die da rausnehmen. Und man kann das ganze Ding auch nur zerlegen. Hier, wenn man das sehen kann, lädt man die ganze Partie auf und somit dann auch die Kopfhörer. Mein Fazit, für 30 Euro ganz okay. Der Sound ist mäßig, Bass darf man keinen erwarten. Das Connecten hat super funktioniert, sie halten im Ohr, wenn man sie die richtige Größe ausgesucht hat. Schaut ein bisschen blöd aus, aber ich denke mal so für den täglichen Weg zur Arbeit, zu Fuß oder im Bus, tun sie es alle Male, ja? Also als Ersatz zu meinen mitgelieferten Samsung In-Ear-Kopfhörern sind sie ganz in Ordnung. Und es funktioniert ohne Kabel. Und das ist schon richtig cool. Und für 30 Euro, ehrlich gesagt, ich habe mir nicht recht viel erwartet. Ja. Das Einzige, was mir ein bisschen stört, ist erstens, dass das Ganze da Gold ist. War bei der Produktbeschreibung nicht so. Und was mich auch noch ein bisschen stört, ist, sie schauen extrem blöd aus, aber da darf man sich nichts denken. Die Headset-Funktion habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert, aber werde ich noch machen. Ich erwarte mir ehrlich gesagt nicht recht viel davon, wie gesagt 30 Euro, ja. Aber sie funktionieren. So viel zu dem Thema. Also 30 Euro kann man schon mal investieren, wenn man Bluetooth-Kopfhörer haben möchte und
sie nicht oft verwendet und nicht so audiophil ist, dass man sagt so, okay, da ist eine Bassspur zu wenig oder Bassspur zu viel, keine Ahnung. Dann kann man sich diese Dinger schon mal holen auf Amazon. Danke fürs Einschalten. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Review. Danke.